Normalerweise fliegt er die Transall, bildet Piloten aus. Doch für 3 Tage ist er jetzt Schauspieler. Es ist was ganz anderes als der normale Dienstalltag und es ist natürlich schon aufregend, vor allem wenn dann 40 Leute hinter der Kamera stehen, die alle zuarbeiten, alle mitarbeiten und man wirklich dann im Bild ist und das soll klappen, man will sich nicht versprechen oder einen Fehler machen, das ist natürlich schon sehr aufregend auf jeden Fall. Charlotte Lindholm ermittelt in der Militärwelt. Die Frau eines Luftwaffenpiloten ist ermordet worden. 2 Stunden mussten die Schauspieler für diese Szene den Wind aushalten. Wir sind natürlich jetzt auch dafür da, darauf zu achten, auf so Details, dass eine Abdeckung weg ist, wenn das eigentlich eine Flugszene sein sollte und sowas, um das halt so realitätsnah wie möglich zu machen. Und von daher sind die eigentlich ganz gut dabei hier bei dem Drehteam. Auch die Dialoge sollten authentisch sein. Kreative Filmemacher treffen auf straff organisierte Militärwelt. Zum Teil sind sie auch etwas irritiert, wieso? Das war doch jetzt so und so geplant. Aber dann auch sofort wieder extrem flexibel. Also es sind schon unterschiedliche Befehlsstrukturen. Das eine ist etwas hierarchischer als das andere. Aber bisher wirklich unglaublich angenehm und freundlich. Ich würde gerne die Bullaugen mit einer transparenten Folie bekleben, um Licht besser zu brechen. Ja, also mit einer Art Tesafilm. Richtig, genau. Ja, hinterlässt keine Spuren. Genau, solange da keine Spuren sind, können wir das machen. Ja, gut, dann machen wir das so alles. Danke dir. Und ich melde mich dann später drin, wenn wir noch was brauchen. Ja? Okay, genau. Gut. Philipp, wir können gerne mit dem Paper Tape und mit dem Opal direkt an die Bullaugen rangehen. Aber achte darauf, dass nichts kleben wird. Ne? Durch die Folie wird das Licht im Flugzeug weicher. Alle Wünsche des Tatort-Teams konnte Markus Jesnitz allerdings nicht erfüllen. Was abzuschrauben, eine Antenne zu lösen, weil sie im Bild der Kamera ist oder so, das sind Sachen, die wir natürlich nicht machen können. Aber jetzt mit Klebeband und so Geschichten, die dann wieder abgehen, das können wir gerne machen. Bis um 2 Uhr nachts ging der Dreh. Tauschen möchte hier niemand mit den Filmleuten, allerdings aus einem anderen Grund. Das Fliegen gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Von daher, das ist das, was die Schauspieler eben nicht haben, sich wirklich mal vorne ins Cockpit zu setzen und selber zu fliegen.